Das Wort hat jetzt der Kollege Steffen Bockan von der Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, bei der letzten Beratung des Bundeshaushaltes zum Einzelplan 6 im Frühjahr diesen Jahres habe ich versucht, der Verlagerung der Zuständigkeit für den Osten der Republik was Positives abzugewinnen. Leider, ich hatte es aber auch fast vermutet, bin ich da schwer enttäuscht worden, denn es ist absolut dürftig, was in diesem Bereich seitens der Bundesregierung passiert. Nehmen wir mal Beispiele. Da muss ich jetzt ein kleines Stück beim ersten den Minister in Schutz nehmen. Der wollte das anders. Der goldene Plan Ost zur Sanierung von Sportstätten für den Breitensport gestrichen. Die Förderung von Forschungsnetzwerken im Osten der Republik wird zurückgefahren. Der Titel zur Förderung Ostdeutschlands insgesamt wird ebenfalls abgeschmolzen. Und wie sieht es aus in den neuen Ländern 20 Jahre nach dem Beitritt der neu gebildeten Bundesländer am 3. Oktober 1990? Die Arbeitslosenquote liegt mit 11,5% im Schnitt fast doppelt so hoch wie die im Westen mit 6,5%. 14,4% aller erwerbsfähigen Ostdeutschen leben von Hartz IV und dazu kommen dann noch mal extra Kinder und viele, die von Grundsicherung leben müssen. Meine Damen und Herren, ich bin 1978 geboren im Osten der Republik, in der schönsten Stadt der Welt, in Rostock. Und ich kann Ihnen versichern, dass ich völlig frei davon bin, in irgendeiner Form nostalgisch zu sein. Keineswegs. Ich genieße die Freiheiten, die ich in diesem System habe. Ich wünsche mir mehr Freiheiten auch in diesem System. Ich bin aber frei davon, mir die DDR zurückzuwünschen. Aber sagen Sie mir bitte, wie soll jemand, der seit 20 Jahren zu Hause sitzt, keine Arbeit mehr findet oder sich von einer Hartz-IV-Maßnahme in den nächsten 1-Euro-Job gedrängelt hat, wie soll der sich über das, was heute ist, freuen? Und dann hören wir immer nur, dass alles toll ist, von fast allen. Der Minister, das muss ich sagen, ist konsequent und verspricht im Gegensatz zu vielen Vorgängern jetzt nicht mehr die schnelle Herbeiführung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Ich hoffe, dass er aber trotzdem intensiv daran arbeitet, denn als Verfassungsminister weiß er ja, dass die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen Teilen der Republik ein Auftrag des Grundgesetzes ist. Dann müsste er natürlich beim sogenannten Sparpaket der Bundesregierung anfangen, aufzubegehren, denn gerade in Regionen mit vielen sozial Benachteiligten schlägt dieses sogenannte Sparpaket durch. Die Kürzung von Wohngeld, die Kürzung von Heizkosten für Hartz-IV-Empfänger, die Streichung des Elterngeldes für diese Klientel führen nämlich zu einem weiteren Kaufkraftverlust und damit zu einer weiteren Schwächung des Wirtschaftsstandortes. Und als Ostminister müsste er dann wissen, der Innenminister, dass dieses zwar auch einige Regionen im Westen betrifft, vor allem aber den gesamten Osten der Republik, und schon daher müsste er dem Sparpaket widersprechen. Meine Damen und Herren, Sie fordern immer wieder und auch völlig zu Recht von der Opposition Einsparvorschläge. Sie behaupten, alle müssten in diesem Bundeshaushalt etwas dazu beitragen, dass Geld gespart werden kann. Im Frühjahr haben wir Ihnen bereits einen Vorschlag gemacht, den ich gerne wiederholen möchte. Wir haben Ihnen nämlich vorgeschlagen, die Mittel für den sogenannten Bund der Vertriebenen zu streichen. In den letzten Tagen ist eindeutig klar geworden, wie richtig diese Forderung war. Die Präsidentin dieses Verbandes erweckt den Eindruck, Polen sei mitschuldig am Zweiten Weltkrieg. Für den Stiftungsbeirat werden Leute vorgeschlagen, die meinen, Staaten wie Polen und Tschechien hätten den Zweiten Weltkrieg genutzt, um die Deutschen loszuwerden. Dieser sogenannte Bund der Vertriebenen bekommt auch in diesem Jahr 2,013 Millionen Euro, ohne jede Kürzung. Maßnahmen, die geeignet sind, die Verständigung und Aussöhnung mit unseren östlichen Nachbarn zu fördern, so heißt dieser Haushaltstitel. Was diese Debattenbeiträge von Vertreterinnen und Vertretern des sogenannten Bundes der Vertriebenen in den letzten Tagen mit diesem Ziel zu tun haben, das erschließt sich mir auch in dieser Haushaltsberatung noch nicht. Der Bund der Vertriebenen hat einen Auftrag zur Aufarbeitung der eigenen Geschichte und dafür auch Geld aus dem Haushalt bekommen. Diesen Auftrag hat er bis heute nicht zufriedenstellend abgearbeitet. Im Normalfall führt sowas zu Sanktionen. Im Normalfall. Nicht beim Bund der Vertriebenen. Meine Damen und Herren, ein weiterer Punkt ist, über den man in Haushaltsberatungen immer wieder sprechen soll, der Anspruch, dass ein Haushalt Klarheit und Wahrheit widerspiegelt. Um das kurz zu erklären, das bedeutet, dass jeder, der sich diesen Haushalt anschauen kann, versteht, welches Geld wird an welcher Stelle wofür ausgegeben, und es muss auch drinstehen, wofür oder wo wird es eingenommen. Und dann sind wir bei einem ganz spannenden Punkt.
nämlich zum Beispiel dem E-Perso, also dem elektronischen Personalausweis, der jetzt eingeführt werden soll. Dafür, haben wir gerade gelernt, werden 24 Millionen ausgegeben, um die Lesegeräte anzuschaffen, die bei freundlicher Betrachtung zumindest leichte Defizite im Bereich der IT-Sicherheit haben. Aber da gibt es ja eine Kampagne des Ministers, um die IT-Sicherheit zu erhöhen. Ich hoffe, die Lesegeräte sind davon auch betroffen. Diese Lesegeräte werden angeschafft, aber nicht aus den klassischen Mitteln des Bundeshaushalts, also des Einzelplanes 06, sondern sie werden über die Investitionsprogramme des Konjunkturpaketes angeschafft. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Lesegeräte besonders CO2-freundlich sind und deswegen diese Komponente zum Tragen kommt. Fakt ist aber, wenn ich einen elektronischen Personalausweis einführe und dafür Lesegeräte brauche, dann gehört das in den ganz normalen Haushalt des Innenministeriums und nicht irgendwo anders rein. Und das ist nur ein Beispiel dafür, dass leider auch dieser Haushalt nicht besonders transparent ist. Meine Damen und Herren, wir haben diese Beispiele auch noch an anderen Punkten. Beim Digitalfunk haben wir gehört, es wird alles ein bisschen aufgespalten, aber wie sich diese Kosten nun im Detail dann aufteilen sollen, auch das wird nicht so richtig klar, auch da ist es wieder intransparent. Geheimhaltung gehört zweifelsfrei zum Innenministerium dazu, meine Damen und Herren, aber zum Haushalt des Innenministeriums sollte sie nicht gehören.